Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Demon's Souls. Im letzten Part haben wir böse Dinge für Mephistopheles getan und von ihr den Auftrag bekommen, Ostrava zu töten. Und bevor ich jetzt nochmal 100-mal in den Nexus wieder zurückgehe, ich bin mich gerade in einer neuen Aufnahmesession, gucke ich, ob ich auch wirklich alles dabei habe, was ich brauche. Wir haben Makoto dabei, wir haben einen Bogen dabei. Wir haben ganz dolle viele Pfeile dabei. Und wir haben den überaus wichtigen... Moment. Da, den überaus wichtigen Ring der listigen Ratte. Ja, genau. Alles gut. So. Alles fein. Den Bogen kann ich nicht zufällig nochmal aufbessern. Und ich glaube, ich habe es nachgeguckt, aber ich gucke es einfach nochmal nach. Nein, dafür haben wir viel zu wenig Hartsteinscherben. Du verkaufst auch keinen, wenn ich mich nicht irre, oder? Nee. Gut. I can tell you. Passt. Dann, jetzt, endlich. Und ohne 10-mal zwischen Nexus und Boletaria hin und her zu switchen, geht es jetzt auf ins letzte Gebiet des Spiels, auch wenn wir es noch nicht abschließen werden, sondern wirklich nur bis zu Ostrava gehen. Aber das soll auch schon genügen. So, und dann werden wir auch schon sehr bald Mephistopheles Quest zu Ende bringen. Das Gebiet hier ist sowieso nicht allzu groß, also bin gespannt, wie viel wir in diesem Part schaffen werden. Die roten Phantome hatten wir ja bereits schon besiegt. Jetzt können wir mal noch zum Seelenstrahl wechseln und die da erstmal erledigen. Da doch. Das machen wir jetzt einfach mal ganz flott mit dem Seelenstrahl. Der ist runtergefallen. Na gut, da, du, komm. Wenn du nicht schießt, dann schieß halt ich. Ah, okay, der trifft mich da hinten. Das ist sehr schade. Okay. Habe ich Sichelmondgras ausgerüstet? Habe ich überhaupt Sichelmondgras? Ja. Das werden wir doch mal eben schnell für so ein kleines bisschen Heilung benutzen. So. Dann kümmern wir uns erstmal eben schnell um den da. Zack, zack. Und auch du. Und auch du. Da wollte er sich gerade... Da steht er die ganze Zeit da und ich greife ihn nicht an und er fängt an, sich zu heilen, wenn ich auf ihn zulaufe. Totes Drachi. Guckt euch das einfach mal an, was hier nötig war für eine Hundertschaft an Schwertern und Pfeilen und allem und diesen einen kleinen... Wobei, Moment. Bist du auch ein Wyvern oder bist du wirklich ein Drache? Nee, das ist auch ein Wyvern. Okay. Und das ist auch noch ein verhältnismäßig kleiner, wenn wir mal an den blauen und den roten Wyvern denken, die wir schon gesehen haben. So, hier haben wir jetzt erstmal unsere Ruhe. Das heißt, ich kann auch mal kurz in jede Ecke reinlaufen, denn hier gibt es noch so das ein oder andere Secret, das wir natürlich einsammeln wollen. Einen Ephema-Augenstein. Ich bin tatsächlich dadurch, dass... Dadurch, dass wir halt jetzt gegen den Endboss des Spiels mit schwarzer Charaktertendenz kämpfen müssen, weil es leider Gottes keine Möglichkeit mehr gibt, auf weiße Charaktertendenz zu kommen. Ich bin am Überlegen tatsächlich, damit wir Full Life haben, gegen den Endboss Ephema-Augenstein zu benutzen. Der Echse übrigens laufe ich nicht nach, weil die will uns ganz, ganz böse, in ganz, ganz böse Situationen bringen. Wobei, wir wären in Geistergestalt, ich hätte hier nachrennen können. Die uns nicht hören werden. Aber egal. Wir gehen einmal hier rein und wir gehen einmal hier wieder raus. Komm da. Was habe ich gerade für Ring an? Ich habe nicht zufällig den... Doch, ich habe den Diebesring an. Dann kann er natürlich nie nachkommen. Moment, wir nehmen mal eben den Ring der Regeneration. Und dann gehen wir hier rein. Und da sieht er uns auch schon. Und dann gehen wir hier raus. Freundet euch darauf an, dass wir in diesem Gebiet jetzt ein paar mehr Rotaugenritter begegnen werden. Oh Gott.
Der hat nicht so schnell gestaggert, wie ich dachte. Okay, er blutet. Das ist gut, aber er wird sich jetzt gleich heilen wollen. Und das ist sein Ende! Ja. Kinderstunde ist vorbei. Die Zeit der Blauaugenritter ist rum. Wir kriegen jetzt ganz anderen Besuch. So, wir... Da oben sind ein paar Pfeileschießer, wie man gemerkt hat. Hier unten sind wir aber kurz sicher. Ich mache hier gerade mal eben ein bisschen Platz. Mach gefälligst hier Platz, blöder Tisch. So, und wir wollen einmal kurz hier diese Treppe rauf und ganz schnell den Kollegen hier erledigen. Und den Kollegen hier erledigen. Und den Assassinen hier erledigen. So. Oh, Neumondgras. Jetzt habe ich hier so einen Terz gemacht und der da oben hat uns gar nicht gesehen. Okay, umso besser. Da oben ist nämlich gleich nochmal ein Rotaugenritter. Da kommt auch schon... Oh Gott, dem Demon's Souls Fallschaden sei Dank. So, aber ich will nicht hier gegen dich kämpfen. Ich würde ganz gerne hier unten gegen dich kämpfen. Und das ist... Einer der Kollegen mit einem Zweihänder ohne Schild. Kollege, ich hab dich gerade ein bisschen unterschätzt. Gebe ich zu. Holy shit. Okay. Die Kombo will ich nicht nochmal abkriegen. Sprach er und bekam die Kombo fast nochmal ab. Dürfte ich bitte einmal rollen, Kollege? Das Gute ist, dadurch, dass der kein Schild hat, ist er natürlich deutlich leichter zu staggern. Und wir haben schon mal Blutung auf ihm drauf. Ich werde mich trotzdem nochmal heilen, auch wenn es vielleicht ein bisschen verschwendet ist. Vor allen Dingen, weil... Oh! Ich glaube... Stagger! Bitte! Hui! Das ist so... Mein größter Problemgegner in diesem Gebiet, würde ich sagen. Dieser eine Ritter mit dem Zweihänder. Ich mag ihn nicht, weil er ganz, ganz böse staggern und Ausdauer ziehen kann. Wie gerade, wenn man mit schwarzer Charaktertendenz auch ein bisschen weniger HP hat. So, waren diese Seelen, die wir da gerade gekriegt haben, das, was ich denke, dass sie waren? Nein, waren sie nicht. Was ist denn da gerade gestorben? Okay, da hinten sehen wir noch ein paar Minister. Ich habe, glaube ich, bei der Katze vom Durchdringer gesagt, ja, es waren die letzten Minister, der letzte Minister. Aber das war ein Irrtum. Hallo. Ja. Der blaue Drache. Ich hoffe, ihr habt ihn noch nicht vergessen. Er hat uns nämlich auch noch nicht vergessen. Beziehungsweise natürlich auch das hier kein Drache, sondern ein Wyvern. So. Und wir werden gleich feststellen, wenn wir jetzt hier hinlaufen, dann macht die genau das. Und ich dachte gerade eben tatsächlich, die Seelen, die wir da bekommen haben, seien von dem Minister, weil der Wyvern schon gespawnt ist. Weil den vorderen, da stehen ja zwei... Den vorderen erledigt er. Den hinteren leider nicht. Und natürlich ist es nur fair, dass wir jetzt natürlich auch die Seelen dafür bekommen. So. Im Gegensatz zum roten Drachen, wo ich ja finde, dass man noch einigermaßen Spielraum hat, ist das Timing hier durchzukommen schon um einiges happiger. Ich bin gerade am Überlegen. Ich bin mir relativ sicher, dass das Feuer uns one-hitten wird. Ich kann ja mal nur für den Fall der Fälle den Flammenresistenzring anlegen. Wie viel bringt der mehr? Das sind 40 Punkte mehr. Ja, gut. Schonung bringt hier gegen den Feuerschaden leider nicht sonderlich viel. So, ich muss genau den
erwischen, ab dem ich loslaufen darf. Das müsste hier bei diesen Kisten sein. Damit es auch wirklich funktioniert, weil es ist echt knapp bemessen. Vor allen Dingen ist halt das Fiese, dass wir gleich darauf da hinten gegen den Minister da kämpfen müssen. Okay. Go! Go, 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 go! We did it! So. Mr. Minister? Oh, 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 oh. Stimmt ja. Die dreht ja ihren Kopf. Okay, laufen, laufen! Okay, den Drachen haben wir bestanden. Jetzt dürfen wir nur vom Minister keinen Feuerball ins Genick kriegen. Ich glaube... Ah, sie hat ihn noch nicht erledigt. Ich glaube übrigens, dass es ein Weibchen ist. Der Rote hat für mich immer mehr wie das Männchen der beiden gewirkt. Deshalb habe ich eher immer so die Tendenz, dass das hier eher das Weibchen sein dürfte. So, hier hinten, glaube ich, war auch nochmal ein Item. Okay. Aber ihr werdet euch wahrscheinlich vom roten Drachen schon denken, das war's natürlich noch nicht. Hier ist halt wirklich eigentlich noch das angenehmere Timing. Ihr werdet gleich sehen, es wird nicht schöner. Ah, nee, sie. Die Items hier auf der Brücke holen wir uns nachher. Wir wollen den Drachen natürlich erledigen. So. Und eigentlich sind wir schon durch das komplette Gebiet durch, könnte man fast sagen. Wir haben nicht mehr weit zum Endboss. Wir müssen eigentlich nur noch diese Treppe hier rauf. Und dann sind wir eigentlich schon da. Da gibt es nur leider ein Problem. Ein feuerspeiendes Problem, das sich jetzt da an der Wand festkrallt. Holen wir uns erstmal hier unten die Items. Oh, Ritterschwert und Ritterschild. Übrigens, Fun Fact, hätten wir Björn nicht für Mephistopheles getötet, dann wäre er jetzt hier und würde Pfeile auf den Drachen schießen und uns damit helfen, ihn zu töten. Ich muss jetzt ganz genau aufpassen, wie weit wir gehen können. Hab ich? Okay. So. Sie speit jetzt Flammen in zwei Mustern. Einmal nach rechts. Also von links nach rechts. Dann einmal von rechts nach links. Und wenn sie das macht, speit sie auch einmal direkt unter sich. Was so der mieseste Move ist. Das heißt, wir können nur eigentlich durchlaufen, nachdem sie unter sich gespeit hat. Und wenn sie wieder anfängt, von links nach rechts zu speien. Weil wenn sie das hier macht, wo sie dann, man sieht es ganz kurz, da unter sich speit, haben wir keine Chance. Da ist die Range viel zu lang. Das heißt, wir warten jetzt, bis sie hier rüber speit und dann laufen wir los. Und hoffen auf das Beste. Ich bin gespannt, ob ich es First Try schaffe, muss ich ganz ehrlich sagen. Es wird uns one-hitten. Wobei, es hat uns gerade auf der Brücke auch nicht one-hitten. Das Problem ist nur, das hilft uns nicht viel, weil das Feuer so dermaßen staggert, dass uns der zweite Flammenschwall dann einfach trotzdem trifft. Okay. Halt, das war zu früh. Ah, jetzt bin ich aus dem Rhythmus. Okay, okay, gleich. Lassen Sie noch einmal Ihr Muster abziehen. Und los. Ah, ich glaube, das war zu spät. Ich glaube, das war zu spät. Ich glaube, das war zu spät. Es war nicht zu spät. Yes. So, und wir rennen hier hin und sind in Sicherheit. Hier bei den Durchdringerstatuen. Noch nicht bei den ganz vorderen, aber hier so ab den... Ab denen sind wir sicher. So ab der vierten. So, und sie sitzt jetzt da oben. Krieg ich sie? Ja. Wir können den Kopf anvisieren und wir werden gleich damit anfangen, Pfeile drauf zu schießen. Aber erst haben wir hier den guten Ostrava. Und leider Gottes wissen wir, was Mephistopheles uns aufgetragen hat. Aber das ist gar nicht so schlimm. Wir können mal kurz anfangen, mit ihm zu sprechen. Oh, it's you, is it? My father is up above. Well, what's left of him anyway? He's transformed into a fiendish demon. I began this quest in a search for truth. But it seems I was a fool to even try. Please, kill my father. In his degenerated state, he can only bring peril to the lands.
this key fits the Boletarium Mausoleum. Inside the mausoleum are my father's two swords, Solbrand and Demonbrand. Use them to bring an end to this madness. Nein! Ah! Verdammt! Ah! Ich wollte ihn angreifen, bevor er sich selbst umbringt. Okay. Verdammt. Ja. Ich wollte jetzt seine Erzählung zumindest noch mitnehmen. Den Schlüssel hätten wir jetzt auch von ihm bekommen, wenn wir ihn einfach umgebracht hätten. Und hätte ich ihn jetzt noch angegriffen, bevor er diesen letzten Satz zu Ende gesprochen hat, dann hätten wir die Mephistopheles-Quest noch erfüllen können. Jetzt hat er sich leider selbst umgebracht. Ja, Ostrava war tatsächlich ein ziemlich tragischer Charakter, will seinen Vater aufhalten. Aber auf den letzten Metern hat er gemerkt, dass es keinen Sinn mehr macht, sein Vater bereits ein degenerierter Dämon ist, in dem man keine Vernunft mehr einsprechen kann, und über diese Verzweiflung hinweg bringt er sich tatsächlich selbst um. Und hinterlässt uns das Erbe seines Vaters, die Schwerter Demonbrand und Soulbrand. Was es damit auf sich hat, werden wir uns noch angucken. Die Mephistopheles-Quest an dieser Stelle ist übrigens jetzt noch nicht gescheitert. Wir kriegen jetzt nur die Belohnung nicht, dafür Ostrava getötet zu haben, weil er sich selbst getötet hat und aus irgendeinem Grund weiß Mephistopheles, dass wir es nicht waren. Und ja, wäre eine farblose Dämonenseele gewesen, wenn ich mich nicht irre. Ich werde es aber nochmal genauer nachgucken. Aber keine Sorge, wir können die Questline trotzdem noch zu Ende bringen. Das letzte Ziel von Mephistopheles können wir dennoch erledigen. Und spannenderweise ist Ostrava ja gerade auf dieser Treppe gestorben und taucht jetzt hier, seine gebrochene Seele taucht jetzt hier sofort als rotes Phantom auf. Würde sie übrigens auch, wenn wir ihn nicht angesprochen hätten und er sich deshalb nicht gleich umgebracht hätte. Und ich würde ganz gern hier gegen dich kämpfen, weil der gute Ostrava ein bisschen was drauf. Da möchte ich jetzt ungerne unvorsichtig sein. Wow. So, oi. Hau mir doch nicht so viel. Am besten wäre es, wenn ich einen Backstep hinbekomme, aber... Der Ostrava ist leider ein bisschen wendig. Und der rollt auch extrem viel. Ach komm, das war doch ein Backstep. Komm schon. Ostrava. Er kann sich, glaube ich, heilen, wenn ich mich nicht irre. Ich möchte es nach Möglichkeit nicht rausfinden. Das ist wirklich nochmal ein echt taffer Gegner vor dem Endboss, vor König Alan tatsächlich. Ah, blöder Schild. Ich sollte ein bisschen auf meine Heilung aufpassen. Er haut leider ja ziemlich gut durch unseren Schild durch. Vielleicht sollte ich ein bisschen auf Magie umsteigen. Mal so ein Seelenstrahl. Dürft ihm auch ganz gut eine mitgeben. Huiuiuiui. Komm schon. Ich würde halt gerne Blutung auf ihn draufkriegen, aber irgendwie sehe ich das im Moment noch nicht so ganz. Huiuiuiui. Wenn ich schnell genug zuhaue, was ich leider gerade nicht habe. Roll! Ich stelle mich aber gerade ein bisschen an. Man könnte fast meinen, wir haben noch gegen keine roten Phantome bisher gekämpft. Komm schon. Bisschen noch. Blute, Ostrava, blute! Jetzt aber. So. Jetzt ein bisschen mit dem Seelenstrahl behaken. Bevor er anfängt, sich zu heilen. Zurück zum Schwert und dann hammern! So. Und sein rotes Phantom droppt sein Runenschwert und sein Runenschild, die wir ja auch schon im Turm von Latria gefunden haben. Und er gibt eine Menge Seelen. So. Hier hinten, wenn wir jetzt die Treppe raufgehen und diesen Fahrstuhl da am Ende benutzen, kommen wir sofort zum Endboss, zu König Aland. Da wollen wir jetzt allerdings noch nicht hin. Wir haben nämlich da noch was zu erledigen. Und endlich wissen wir jetzt, warum wir Makoto dabei haben. Und ich werde zum ersten Mal seit langem den Ring der Adhäsion ablegen und dafür den Ring der listigen Ratte benutzen und den Ring des Dufts.
Und sogleich auch mal, ich werde mal ganz kurz den Bogen ablegen und wir rüsten Makoto aus. So. Mit Makoto können wir nämlich ganz gezielt unsere TP absenken, bis wir bei den 30% sind, die wir brauchen für den Ring der listigen Ratte. Denn dieser Drache hier hat genauso wie der Rote einen riesen Batzen HP. Und da ist jeder extra Damage willkommen. Wir können natürlich auch ihn mal wieder nur mit Magie und mit Pfeilen behaken. Und wir können ja einfach schon mal... Den Ring des Dufts habe ich natürlich jetzt an, damit wir entsprechend auch mit unserem Seelenstrahl arbeiten können. Und ihr seht schon, dieses Ding hat Mordsresistenzen. So, einfach schon mal ein bisschen loszaubern, bis Makoto uns so weit runtergedrückt hat. Der Ring des Dufts wird jetzt immer mal wieder unsere HP regenerieren. Makoto senkt schön unser Leben, bis wir soweit sind. Und wir können ja dabei einfach mal... Ich weiß gerade nicht, wenn ich jetzt den Bogen benutze, lege ich dann Makoto ab? Nee. Sehr gut. Dann können wir einfach... Habe ich keine Pfeile ausgerüstet? Ich habe keine Pfeile ausgerüstet. So, wir fangen einfach mal... Ich glaube, wir können ihn weder vergiften noch sonst irgendwas. Wir nehmen einfach die normalen Pfeile. Wir nehmen einfach die normalen Pfeile. Ja. Und das, ähnlich wie beim roten Drachen, das machen wir jetzt eine Weile. Ich werde euch das jetzt dann, wenn wir unser Ideal-Setting haben, sage ich mal, werde ich euch das natürlich wieder hoch speeden. Man kann natürlich auch mutig sein gegen den treffen wir erst in Dark Souls. Gegen Ostravas rotes Phantom kämpfen und sich von dem entsprechend runterhauen lassen, bis der Ring sich aktiviert und dann erst und dann halt einfach Ostrava so den Todesstoß verpassen und dann bereits mit getriggertem Ringschaden anfangen, Pfeile auf den Drachen zu schießen. Ich persönlich mach's aber lieber mit Makoto, weil mir das zu riskant ist. So. Ja. Spammen wir doch mal ein bisschen R1 und gleich müsste sich der Ring aktivieren. Sehen wir gleich daran, dass neben dem grünen Symbol da unten das Rattensymbol erscheint. So, ich bin gerade am Überlegen, ob ich ein paar Schritte näher hingehen kann für ein bisschen extra Damage. Je näher wir ja dran sind, umso mehr Schaden machen wir. Kann der Ring langsam mal triggern? Ah, da ist er schon. So, jetzt ganz schnell Makoto ablegen, damit wir keine HP mehr verlieren. Und ab jetzt sollten wir mehr Schaden machen. Da. Ja, der Ring der listigen Ratte macht schon was aus. Ich glaube, ich gehe wieder ein bisschen zurück, weil dann treffe ich besser. So. Das mache ich jetzt mal eben ein bisschen und werde euch das mal eben hochspeeden, weil das müsst ihr jetzt nicht mit mir zusammen durchmachen. Und da ist er tot. Das gibt 26.000 Seelen. Die große Drachendämonenseele. Die wir übrigens auch nur benutzen können, um mehr Seelen zu bekommen. Ähnlich wie auch die des roten Drachen bereits. Und ich glaube, auch hier gibt es nicht viele Infos. Die Seele des Dämonen Blauer Flugdrache. Sie verströmt intensiv große Kraft. Das war's auch schon. Ja. Man muss dem Spiel einfach lassen, Drachenfights, beziehungsweise Wyvern sind schon ganz was aufregend. Das hat jetzt ungefähr 7 Minuten gedauert.
Man könnte natürlich das Ganze noch ein bisschen beschleunigen. Ich hätte mehr Magie benutzen können, weil die mehr Schaden gemacht hätte und sowas. Oder natürlich entsprechend mit stärkerem Bogen, stärkeren Pfeilen und allem. Aber ich persönlich... Also, was ich jedem auf jeden Fall empfehlen würde, ist, wenn ihr diesen Drachen hier macht, nehmt euch irgendeinen kleinen Zauber mit dem ihr angreifen könnt, und den Ring des Dufts. Es gibt nichts ärgerlicheres, ihr seht, ich habe ganz schön Pfeile gerade verbraucht, als diesen Drachen hier fast besiegt zu haben, hier unten zu stehen, und dann gehen einem die Pfeile aus. Glaubt mir, es gibt nichts ärgerlicheres. Ich war schon an diesem Punkt. Und dann nicht irgendwie eine Möglichkeit zu haben, Magie oder sonst was zu benutzen, weil man auch sonst einfach keine Ressourcen mehr hat und dann einfach wieder von vorne anfangen muss, mal abgesehen von den vielen Pfeilen, die man bis dahin verschossen hat, die man ja auch nicht wiederbekommt. Ja. Und damit steht nicht mehr viel dem Kampf gegen König Arland im Weg. Wir werden ihn aber trotzdem noch nicht machen. Wir werden hier noch einmal herkommen, beziehungsweise im nächsten Part werden wir erstmal noch die ganzen Items, die wir dann hier beschützt hat, einsammeln. Und dann werden wir Mephistopheles berichten, wie tollkühn wir Ostrava besiegt haben, und gucken, wer so ihr nächstes Ziel sein wird. Ich hoffe natürlich, dass euch dieser Part hier soweit gefallen hat und dass ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Für heute sage ich Tschüssikowski, euer Pagu.